Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Für das Modelljahr 2024 haben wir ein neues Modell im Programm, und zwar ein Pössl Summit 640 Shine R. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Wir suchen ihn. Over and out. Die Kombination aus Shine und Plus und R bringt ganz viele spannende Sachen. Das ist Dieselheizung in den Summit-Modellen. Das sind super coole Plus-Sondermodelle und dazu eine Handvoll echt toller neuer Grundrisse, die euch in verschiedenen Längen mit verschiedenen Grundrissen ganz neue Möglichkeiten geben. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir sind mal wieder unterwegs. Was erwartet uns heute? Nichts Geringeres als alle Infos zum Modelljahr 2024 von Pössl. Wirklich alle Infos? Keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall unterwegs zur Pössl Händlertagung, die jetzt am Wochenende ist. Und ich bin gespannt, was uns alles Neues präsentiert wird. Wir fliegen nach Salzburg nachher. Das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Ecke. Es soll brutal heiß werden am Wochenende. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, die Kollegen alle wieder zu treffen. Ich freue mich wahnsinnig drauf zu sehen, was Pössl sich fürs neue Modell hier ausgedacht hat. Und ich bin super gespannt, wie es in Sachen Preisentwicklung und all solchen Dingen weitergeht. Und ob wir Sonntagabend, wenn wir wieder zurückfliegen, schon wissen, was Sache ist und was die ganzen Dinge kosten und was es für neue Grundrisse gibt oder ob gar nicht so viel passiert. Also kommt mit uns gemeinsam auf die Reise. Wir starten, wir fliegen und wir halten euch auf dem Laufenden. Und dann nach der ersten Nacht bei uns hier im Hotel Rupertihof im wunderschönen Einring mit Alpenpanorama, was für so ein Deichdödel wie mich einfach eine richtig schöne Umgebung ist. Es ist unendlich warm, geht's heute los mit den Fahrzeugen. Wir haben einmal einen Summit Shine 640R. Überhaupt tut sich in der Summit Shine Baureihe wahnsinnig viel. Es gibt einen neuen Summit 600R Plus. Es passiert eine ganze Menge bei Pössl. Ehrlicherweise mehr neue Modelle, als ich gedacht habe. Was haben wir hier stehen? Da haben wir nichts mehr zu tun. Das ist die Firma Clever. Aber zum Beispiel der Summit Shine 540R ist ein Auto, was wir für euch gefilmt haben. Und es gibt so viele andere schöne Autos. Schaut euch einfach mal mit um, was hier steht. Ich brauche die jetzt nicht alle aufzählen. Wir filmen das, was wichtig ist, und holen euch dann einfach Stück für Stück mit den Videos, die wir machen, ab. Heute in diesem Vlog, ein wunderschönes Wort, geht es ja vor allem erstmal darum, euch zu zeigen, was es an Neuigkeiten gibt. Also, wir machen jetzt mal einen Schnelldurchlauf für euch, damit ihr wisst, was euch die kommenden Wochen erwartet bei uns in den Videos. Und dann werden wir bei der Hitze noch fleißig arbeiten. Einer der heißesten Tage hier im Alpenvorland. Ist das schon Alpenvorland? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sind die Berge, die ich im Hintergrund sehe, sehr, sehr groß. Viel Spaß, lasst uns gemeinsam in die Pössl Neuheiten starten und ich hole euch mal Stück für Stück ab. Auch immer ein paar Kleinigkeiten, die auf so einer Händlertagung kommen, so eine Art Modellpflege. Das heißt, auch bei den vorhandenen Fahrzeugen in der Summit-Baureihe ist so, dass wir eine neue Fliegengittertür bekommen, weil Fliegengittertüren eben auch zu dem gehören, womit wir so ein bisschen Baustellen haben. Gesundheit. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es war ein lauter Nieser. Das ist jetzt eine Pössl-Eigenentwicklung, die einfach
viel besser einzustellen sein soll, die zusätzliche Führungsbänder hat. Ich bin guter Dinge, dass es besser ist als die, die wir bisher haben, aber vor allem einfach deutlich einfacher in allen Belangen. Und was ich schon ganz klar sagen kann, wirkt auf jeden Fall fest und robust, läuft gut und läuft vor allem fest geführt und nicht mit einer Schiene, wo der Schmutz reinfallen kann. Das Zweite, was zum Beispiel als Modellpflege ist, dafür gehen wir einmal hier auf die andere Seite ins Feld, ist, dass wir im Prinzip trotz Schwenkbad jetzt bei allen Fahrzeugen eben die Möglichkeit haben, das Fenster in der Nasszelle mitzuhaben. Und das ist was, was ja den Schwenkbädern immer vorgeworfen wurde. Und das ist, glaube ich, fürs kommende Modelljahr ein absoluter und echter Mehrwert. So, jetzt haben wir euch eingangs versprochen, dass ihr in dem Video alle Informationen zu Pössl bekommt. Aber so eine Händlertagung ist total hektisch und es passiert wirklich viel und viel Gespräche in alle Richtungen. Deswegen haben wir uns entschieden, zu Hause jetzt bei uns in Stowe, und das ist ja gerade erst gewesen, dass wir bei Pössl waren, nochmal ein kurzes quasi Roundup, wie das so schön neudeutsch für euch heißt, zu machen und einmal die Fakten für euch durchzugehen. Ein paar Sachen springen wir jetzt einmal ganz schnell drüber. Bei der D-Line, erstmal wichtigste Information, die gibt es weiterhin, das stand ja mal zur Debatte, dass sie nicht mehr weiter produziert werden. Die gibt es auch weiterhin auf Fiat-Basis, anders als das im Frühjahr mal kommuniziert war. Aber, das ist der kleine Zusatz, nicht mit Fiat-Automatik, sondern nur Fiat-Handschaltung und Citroën, alle Varianten, die Citroën zur Verfügung hat. Bei der D-Line, ihr seht das jetzt kurz eingeblendet, im Prinzip alles beim Alten. Es entfallen verschiedene Autos, es gibt den P2 Relax nicht mehr, den Road Cruiser B nicht mehr, den Road Cruiser Evolution nicht mehr und den Roadster 640 DK nicht mehr. Alles andere bleibt so, wie ihr es kennt, nur dass in Zukunft das Holzdekor Basic nicht mehr bestellt werden kann, sondern nur noch als Elegance, das heißt das grau-weiße Interieur, was da ist. Solltet ihr ein Auto in Basic bestellt haben, wird das natürlich in Basic gebaut. Das ist jetzt nicht so, dass das geändert wird, nur als Neubestellung werden wir das nicht mehr bekommen. Bei der Trenta-Baureihe genau das gleiche, so wie das da groß drüber steht, unverändert. Das heißt 540, 600, 600 mit Raumbad und 640 weiterhin in der schicken Interieurvariante, wie wir das kennen. Genau das Auto, was ihr kennt. H-Line, nochmal genauso schnell einen Haken dran. Genau unverändert weiter. Größter Unterschied hier, das haben wir auch schon mehrfach in den Videos thematisiert, ist, dass der Vario 499 einfach ersatzlos entfällt. Das ist aber keine freiwillige Entscheidung von Pössl, sondern da geht es einfach darum, dass Fiat bzw. Citroën das kurze Basisfahrzeug, den 499er, einfach nicht mehr anbieten. Da vielleicht noch die Anmerkung, ein 499er kriegen wir noch, der sollte jetzt irgendwann in den nächsten Wochen hoffentlich im Werk fertig werden. Das ist auch eine ziemlich runde, schöne Ausstattung, wenn ich das recht entsinne, mit Fiat-Automatik und allem, was das Herz begehrt. Wenn der verfügbar ist, inserieren wir den eh. Aber wenn du irgendwie gerade sagst, hey, Vario 499, das Traumauto meiner letzten Jahre, jetzt habe ich den Zeitpunkt zum Bestellen verpasst, einer kommt da noch. Bei den Summits wird es schon etwas bunter, wobei noch nicht auf diesem ersten Slide zu den Summits, weil das sind wirklich die Modelle, die es bisher gab im Prinzip. Denn die normalen 540er, 600er und 640er, so wie wir sie bisher kennen, nur wahlweise mit dem normalen Holz, Eiche Kupfer Bohrer, oder als Prime-Variante mit dem dunklen Holz und den weißen Möbelklappen. Die Grundrisse mit den Schwenkbädern, genauso wie wir das schon mehrfach vorgestellt haben, bleibt alles gleich. Da, wo sich wirklich viel tut im kommenden Modelljahr, ist die Shine-Baureihe, also der Summit Shine von Pössl. Und zwar behalten wir zum einen die Grundrisse, die wir hatten, die ja eh schon einer mehr sind als bei den anderen Summits, weil wir hier ja auch zu 45 6 Meter Querbett und 46 Längsbetten noch den Shine 600L haben mit den Längsbetten bei 6 Metern. Da können wir euch jetzt einfach an dieser Stelle nochmal einen Link oben reinpacken, weil das ein Auto ist, was echt gut ankommt. Die Shine sind aber ja auch alle mit Schwenkbädern bisher gewesen. Das heißt, dieser tollen Schwenkbahn Nasszellenwand.
Zum einen werden die Schwenkbäder alle ergänzt mit dem Fenster in der Nasszelle, was sicherlich ein echter Mehrwert in der Nutzung ist. Und die ganze Scheinbaureihe wird durch 3 beziehungsweise im Prinzip 4 neue Fahrzeuge ergänzt. Und zwar simultan zu den vorhandenen Grundrissen, eigentlich die gleichen Grundrisse noch einmal mit Schwenkbad, damit ihr die Wahl habt, welche Badezimmervarianten ihr haben wollt. Das heißt, wir haben Schein 540R. R steht bei Pössl immer für Raumbad. Das sind dann die Lamellentüren. Den 600LR, das ist 6 Meter mit L wie Längsbetten und R wie Raumbad. Und den 640R. Das sind nur 3, das ist richtig. Es gibt als 4. noch ein Sondermodell. Das ist der Summit Shine 600R+. Das ist ein Auto, was uns im nächsten oder übernächsten Video nochmal sehr ausführlich begegnen wird. 6 Meter, Querbett, Riesenbett, Querschläfer, eine großartige Variante. Und das sehen wir gleich irgendwo auch nochmal, wahnsinnig attraktiv im Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf der Zeichnung ist jetzt hier ein falscher Grundriss für einen Shine 640R reingerutscht. Da gehe ich mal ganz kurz zu dem, wie er ist. So wie er hier abgebildet ist, ist er richtig. Das heißt, mit dem abgerundeten Küchenblock, dem Raumbad, einem hochgesetzten Kühlschrank. Auch den haben wir in aller Detailtreue für euch nochmal als separates Video aufbereitet. Das heißt, es ist heute wichtiger denn je, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr euch für Pössl interessiert, weil in den nächsten Wochen sehr viel, sehr detaillierter Input zu den Fahrzeugen kommt. Also hier unter dem Video einmal draufdrücken. Ansonsten haben wir in den ganzen Summit-Modellen ein neues Bedienteil in 2 verschiedenen Varianten, immer abhängig davon, was ist. Quasi alle Fahrzeuge, die in den Pössl-eigenen Werken gebaut werden, bekommen eine komplett neue Steuerung, was ganz charmant von der Idee ist, weil Booster, 220 Volt Absicherung, alle Sicherungen, FI-Schalter, Ladegerät in einer großen Steuerbox drin sind und damit es sehr in Zukunft sehr viel einfacher sein wird, Fehler einzugrenzen, wenn was nicht funktioniert, weil das alles zusammen gesteuert wird. Da wir ja sehr viele Fahrzeuge auf Lithiumbatterien und so weiter umbauen, wird das natürlich für uns dann doppelt spannend, weil man sich dann mit neuer Bordtechnik auch wieder neu auseinandersetzen muss. Aber das werden wir wie immer dann auch gut geregelt kriegen. Das ist aber flächendeckend bei allen Summit-Modellen und auch bei Campstar und Venstar, dass neue Bedienteile kommen. Dieselheizung haben wir mehrfach gesagt. Es sind viele kleine Detailverbesserungen, bessere Tischplatten in den Summit-Modellen, die einfach bündiger und höher bei dem klappbaren Tisch abschließen. Steckdosen teilweise ein bisschen versetzt, damit sie besser erreichbar sind, wenn so das Feedback aus dem Markt ist. Oh, die ist ein bisschen blockiert. Aber im Großen und Ganzen bleibt die Technik, bis auf diese Umstellung der E-Box, so wie wir sie kennen und die Grundrisse im Prinzip auch. So, das dürft ihr leider nicht sehen, das kann ich euch nur erzählen. Eine Auflistung der Plus-Modelle ist das, was ich hier vor mir habe. Wir haben weiterhin die Plus-Modelle, die ihr aus den D-Line-Fahrzeugen kennt. Das heißt im Prinzip die Two-Win-Plus-Modelle als Two-Win-Normal, Two-Win-S, Two-Win, also S ist ja die flache Küche mit fester Nasszelle. RS ist flache Küche mit Raumbad und Twin R ist quasi hochgesetzter Kühlschrank bzw. hochgesetzter Schrank und das Raumbad in der Mitte. Also die Grundrisse, die ihr kennt. Weiterhin mit einem relativ großen Preisersparnis von je nach Modell 6.700 bis 7.500 Euro gegenüber der Einzelbestellung. Also durchaus attraktiv. Auch die sind über die letzten Jahre ein bisschen teurer geworden, das steht außer Frage. Und deswegen hat Pössl sich eben auch überlegt, wie können wir diesem allgemeinen Preisanstieg entgegenwirken und hat ein, in meinen Augen, preislich das attraktivste Auto des kommenden Modelljahres mit ins Programm genommen. Und zwar haben wir einen Summit Shine 600R+, das ist dann auch der 4. Shine-Grundriss, der neu dazukommt. Dort haben wir, wenn ihr die Optionen, die serienmäßig drin sind, auflistet, wären das 60.941 Euro Grundausstattungspreis sozusagen. Dieses Fahrzeug werden wir für 51.999 Euro quasi euch anbieten und verkaufen können. Das sind effektiv 9.942 Euro Ersparnis, also fast 10.000 Euro Unterschied zwischen Sondermodell
und dem der Summe der Listenpreise. Da ist immer ein bisschen Preislisten-Chincherei, nenne ich das einfach mal, mit dabei, wo natürlich ein Hersteller versucht, das so attraktiv wie möglich zu verpacken. Und das mögen nicht ganz die 10.000 Euro sein, weil man auch bei einem normalen Auto bestimmte Sachen dazu bestellen kann, die einen Preisvorteil mit sich bringen. Aber effektiv ist er zum einen, was ist der nächstgünstigere? Der nächstgünstigste Plus wäre der Summit 600 Plus. Der wird im kommenden Jahr 54,6 kosten, also 54.599 Euro. Das heißt, wir haben effektiv 2.500 Euro weniger als alle anderen Plus-Modelle. Und im Gesamtpaket ist das sicherlich preis-leistungstechnisch das attraktivste Auto, was wir im kommenden Jahr haben. Und sollte das für euch interessant sein, dann vielleicht auch demnächst daran, weil erfahrungsgemäß die sehr attraktiven Fahrzeuge auch nicht unendlich lange dann für das kommende Modelljahr verfügbar wären. Und dann haben wir als letztes die Vanline auf dem Plan. Da ist von den Grundrissen im Prinzip alles gleich geblieben. Wir haben weiterhin auf Citroën Space Tourer Basis Vanster und Campster. Und unabhängig davon, was euch der Citroën-Partner vor Ort sagt, es gibt für uns diese Fahrzeuge weiterhin, weil Citroën den Vertrieb des normalen Space Tourer, auf dem wir hier ja aufbauen, deutlich zurückfahren wird. Da wir aber ein Wohnmobil sind, was eh schon steuer- und versicherungstechnisch in der Regel für euch günstiger ist, sind es andere Dinge, die dahinter stecken, und wir können die Fahrzeuge weiterhin anbieten. Das heißt, auch wenn du da draußen eigentlich einen Space Tourer suchst, nimm einen Vanster, kostet das gleiche oder weniger und du hast das Aufstelldach dabei. Du musst es ja unterm Strich nicht benutzen. Und der Campster in der Grundrisszeichnung gleich, aber komplett neu entwickelt. Das gucken wir uns aber auch in einem der nächsten Videos ein. Wird im Prinzip ein bisschen synchronisiert mit dem Campstar, also dem Mercedes-Modell, was Farben, Formen, Sitzbank und solche Dinge angeht. Und die beiden Mercedes-Modelle auch, wie wir sie kennen, Vanstar, quasi die Multivan-Lösung, also untenrum Sitzgruppe mit Aufstelldach kombiniert, und Campstar, die, ich nenne das jetzt mal Marco Polo oder California Grundrisskonzept, nur konsequent weitergedacht mit dem rausdrehbaren Küchenblock und all diesen super schnieken Sachen, die da sind. Und bei dem Vanstar, ich glaube, das ist hier nicht in der Präsentation mit drin, ja auch noch die Variante des super attraktiven Sondermodells, wo wir wirklich für 59.999 Euro ein Auto haben mit 190 PS, mit Allrad, mit Sitzheizung, mit einer Schlafsitzbank, mit beiden Schiebetüren, mit Navigation, mit allem, was man will. Sogar schon mit dem Pössl-E-Paket und einer Heizung pösselseitig mit dabei. Oder für 55.000 Euro, also 54.999, den Vanstar Plus Basic. Ich glaube, sie heißen Basic und Komfort. Das gleiche Auto, aber 163 PS ohne Allradantrieb und ohne die Pössl-Heizung, sondern nur mit dem E-Paket. Und damit einfach auch ein super attraktives Paket. Und ich glaube, das sind bei zwei Autos, gerade weil sich parallel, ähnlich wie Citroën im Space Tourer-Bereich, Mercedes aus dem Bereich dieser Multivan-Varianten so ein bisschen zurückziehen wird und nur noch auf Hauptsache teuer, Hauptsache edel beschränken wird. Wir können weiterhin mit der V-Klasse als Basisfahrzeug Hauptsache Vollausstattung auch immer noch preislich attraktiv und mithaltend mit dem Vanstar auf Vito Tura Basis und diesen runden Ausstattungspaketen bei dem Plus Basic und Plus Komfort, aber Autos, die meiner Meinung nach am Markt absolut konkurrenzlos sind. Und wenn man sich das anschaut oder wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal drauf schauen. Da werden wir in den nächsten Wochen auch noch Infos bringen. Ja, und dann ist das im Prinzip wie auf Sondertagung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir ein paar interessante Sachen zeigen konnten. Und wir springen dann jetzt zurück in den Urlaub, wollte ich gerade sagen. Fühlt sich an wie Urlaub in den Alpen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht allzu viel Doppeltes kommt, weil wir ja da vor 4-5 Tagen gefilmt haben. Das aber für euch hier unbedingt noch ergänzen wollten. Und dann wird das schon zusammenpassen. Ja,
und schon ist auch wieder vorbei. So Händlertagungen sind dann irgendwie schnell. Man fliegt freitagsabends los und denkt, wir haben ein langes Wochenende vor uns. Und irgendwie ist sofort Sonntagmittag und in einer Stunde kommt das Taxi und wir sind schon wieder auf dem Weg zurück. Ist immer die Frage, lohnt sich der Weg hierher, ja oder nein? Und heute muss ich, oder für dieses Wochenende muss ich ganz klar sagen, ja, lohnt sich definitiv, weil halt echt viele Sachen passieren, die da sind. Vieles, was für uns einfach Dinge erklärt, die passiert sind. Gerade wo Pössl viel erklärt hat, wo Lieferterminverschiebungen herkommen. Wenn man sich anguckt, dass Bahnlinien aus den Fiat- und Citroën-Werken unterspült sind bei den Hochwassern im Frühjahr. Wenn da Logistikerwechsel in der Zulieferkette bei Fiat sind, dann macht es zwar die Situation des letzten Jahres nicht besser, aber es sorgt für Verständnis bei uns. Und das ist das, wo wir uns übers Jahr natürlich gewünscht hätten, viel, viel mehr Informationen über diese Dinge zu haben, damit das einfach wir auch an euch hätten weitergeben können. Aber es gibt dazu halt einfach noch ein paar andere Gründe, Papiereerstellung, das Kraftfahrtbundesamt, wo viele Sachen drin sind. Und das soll um Gottes Willen nicht irgendwie entschuldigen, aber es soll einfach vor allem euch ein bisschen erklären, was ist. Aber so wie das hier auf der Händlertagung ist, es geht um die Zukunft und es geht um das, was neu mit dazukommt. Und da, glaube ich, muss man sagen, hat Pössl sich definitiv Mühe gegeben. Es gibt für Fahrzeuge, die wir jetzt neu bestellen, weil ja die Rahmenbedingungen sich für alles ändern, deutliche mehr Zusagen als in den letzten Jahren, was mit Preisen und Entwicklung und solchen Sachen gemacht wird. Es gibt super spannende Sondermodelle mit dem Summit Shine 600 R Plus. Langer Name, aber dafür ein kompakter Preis. Also wirklich mit einem Grundpreis von, ich glaube, 51.900 Euro. Wo wirklich viel Ausstattung drin ist, das gehen wir aber alles in den nächsten Videos nochmal durch. Ein total attraktives Auto. Wir kriegen bei den Vanline-Autos, also Vanstar, vor allem bei den Mercedes-Modellen mit einem neuen Plus-Modell, haben wir ein total schickes Auto mit einer super sinnvollen Ausstattung, wo ihr für unter 60.000 Euro ein Auto mit Aufstelldach, 190 PS, Allrad, Schlafbank und ganz, ganz vielen tollen Sachen drin habt. Also ich glaube schon, dass sich wahnsinnig viel tut und gerade auch in der Summit-Baureihe sind super viele Neuigkeiten dazugekommen. Eigentlich jeder Grundriss nochmal in einer neuen Variante mit einem Raumbad. Alles das, was wir gemacht haben, wir haben ganz viel für euch gefilmt, das wird über die nächsten Wochen kommen. Wir werden das schön aufbereiten, mit Preisen darunter legen, weil wir einfach für uns entschieden haben, lieber kontinuierlich und immer wieder euch die Dinge zu präsentieren und dann komplette Videos zu haben. Mit Preisen, mit allem, was für euch wichtig ist, damit ihr im Prinzip rechtzeitig zu Düsseldorf so ein bisschen wisst, was für euch das richtige Auto sein könnte, wenn wir ins neue Modelljahr starten. Ich kann euch einfach nur mit auf den Weg geben, solltet ihr was machen wollen zum nächsten Jahr, während wir vor Corona 3, 4, 5 Monate gebraucht haben für die Fertigstellung oder Bestellung, Konfiguration, Fertigstellung eines Autos sind inzischen die Vorlaufzeiten bei Pössl 9 Monate, damit eben das Chaos, was wir in den letzten Jahren gehabt haben, aufgefangen wird und wir dann eben nicht mehr so spontan ändern können. Das heißt, wenn ihr für nächstes Frühjahr irgendwas wollt, dann ist eigentlich jetzt im Laufe der nächsten Wochen Zeit, das Ganze auf den Weg zu bringen, wenn ihr eine Wunschkonfiguration haben wollt. Haben wir alles für euch zusammengefasst? Sicher nicht alles. Aber alles, was jetzt noch fehlt, kommt in den nächsten Videos. Ich sage euch noch einfach noch mal meine drei Highlights, die wir für diese, für letztendlich unser neues Modell ja haben. Das ist Dieselheizung in den Summit-Modellen. Das sind super coole Plus-Sondermodelle und dazu eine Handvoll echt toller neuer Grundrisse, die euch in verschiedenen Längen mit verschiedenen Grundrissen ganz neue Möglichkeiten geben. Also bleibt gespannt, da kommt sicherlich noch vieles auf euch zu. Ich freue mich auf euch in den nächsten Videos und ich freue mich jetzt drauf, einen letzten Happen Essen zu nehmen, weil versorgt wird man auf den Tagungen definitiv immer gut. Und dann geht's ab in den Flieger nach Hause und dann bereiten wir das alles schön auf. Und dann haben wir jetzt ein paar Tage, Wochen zu tun, die Videos zu schneiden und euch zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr die sehen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank, ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Händlertagungen sind auch immer lange Nächte. Man muss ja die ganze Zeit nutzen, sich mit Kollegen auszutauschen. Und das geht am besten bei Bier und Wein. Also auch wir haben das genossen und ich werde auch mich entspannt im Flieger zurücklehnen, 5 Minuten die Augen zumachen, damit ich heute Abend ein bisschen Zeit für die Familie habe und auf die freue ich mich auch sehr.
Euch allen einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Bis bald im nächsten Video und schöne Grüße aus der Nähe von Salzburg. Bis dann. Tschüss.